Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der Verkrampfte hier ist der Daniel und ich bin der Sashi. Verkrampfte hier ist der Sashi. Locker. Es geht, ne? Wir haben heute den 8. Februar. Der 8. Februar? Und am 8. Februar haben wir ein Geburtstagskind. Locker. Der war auf jeden Fall locker. Aber was war es für einer? Sowas von. 1931 geboren. James Byron Dean. Ah, James Dean ist am 8. Februar geboren. Ja, richtig. Der war locker. Der war locker drauf. Ja. Ist locker und floggig auch über Lenker geflutscht. Doof, ja, ne? Ja, doof. Mit 24 schon gestorben. Mit 24 schon? Ja. Ich dachte jetzt irgendwie 31 oder sowas. Nee. Ja, hat drei Filme gemacht. Drei Filme gemacht. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Giganten, jenseits von Eden. Ha! Geil, ne? Auf jeden Fall. Mods-Fan, so, oder? Du hast doch gewisse Ähnlichkeiten mit ihm, so ein bisschen. So von hinten oben, oder was? Ja, nee, doch. Fenster. Ja. Im Profil nicht so, aber... nee, im Profil nicht so. Ja. Doch. Ja. Was ich ganz witzig fand, so beim Lesen, geboren wurde er in Marion, also jetzt, ich habe erst gedacht, ich hätte mich verlesen, produziert in Marion. Heißt seine Mutter Marion. Heißt seine Mutter Marion. Nein, aber er wohnt, ist geboren in einer kleinen Stadt namens Marion in Indiana, der Vereinigten Staaten. Heißt wahrscheinlich Marion. Nein, ja doch, Marion. Meinst du, die sagen Marion? Ich komme aus Marion hier, ja. I am from Marion, so sagen die das ja, so, produziert so mit Akzent. Fand ich schon sehr lustig, produziert in Marion. Ja, hast du so ein kleiner Witz, ne? Das ist so, also witzig, so eine witzige Situation war das. Ist irgendwie eine Anekdote. So ein bisschen witzig, ja, ne? Ja, du kannst es schon. 8. Februar, da haben wir auch natürlich einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja, ein Haar ist eine Billion Atome breit. Eine Million, Entschuldigung. Okay. Ein Haar, ist eine Million Atome breit. Ein geringeltes oder ein gerades? Ich glaube, Haar ist Haar. Ob es geringelt ist oder nicht. Ja, das weiß man nicht genau. Meinst du, geringelte Haare sind dicker? Ja, die sind gestaucht. Ja, stimmt, kann natürlich sein. Also ich sag mal so ein, also ein Durchschnittshaar. Okay. Ein ist eine Million Atome breit. Ja. Hast du noch was zum 8. Februar? Ich habe noch was zum 8. Februar. Nicht so was Tiefsinniges. Nee, da gab es ein Tiefsinniges auf gar keinen Fall. Eher flach, aber auch trotzdem lustig. Kinostart. Kinostart von? Didi und die Rache der Enterbten. Didi und die Rache der Enterbten, zu meiner Kindheit. Ein Knallerfilm, auf ehrlich. Auf jeden Fall. Didi Hallervorden mit 7 verschiedenen Rollen, glaube ich, in dem Film. Legendär. Ja. Da sagt er irgendwie immer, Stronzo, Subito. Er sagt doch immer, Rüdiger. Du bringst mich noch ins Grab. Da sagt er, das sind die Mafiosis. Der Didi Hallervorden ist ein Mafiosi und hat immer so einen Kumpan mit dabei. Dann sagt er immer so, Giovanni, 72 Stunden ohne Schlaf. Und er so, psch, stupido. Und dann, Giovanni, 114 Stunden ohne Schlaf. Psch, psch, stupido, Animale, sagt er immer. Ja, Didi und die Rache der Enterbten muss man sich angucken, wenn man so nicht kennt. Wer den nicht gesehen hat, hat ein Info-Defi. Ja. Totales Defizit, ja, aber richtig. Ja. Kann man sagen. Am 8. Februar herausgekommen und der Fakt des Tages natürlich ein Haar, eine Million Atome breit. Muss man natürlich auch wissen. Mhm. Und James Dean, heute geboren. Wann eigentlich? Am 8. Februar, ja. 31. 31, das war's, genau. James, wenn du uns zuguckst, egal von wo, herzlichen Glückwunsch. Cheerio, Miss Sophie.